Wettkampftag Nummer 2 beim Europäischen Olympischen Winterjugendfestival. Auf dem Programm standen insgesamt 5 Entscheidungen. Historisch aus österreichischer Sicht der großartige Triumph der Biathlon-Mädchen im Sprint über 6 Kilometer. Anna-Maria Schreder zeigte auf der Anlage in Böserberg ein perfektes Rennen und holte sich so die Goldmedaille. Ja, es ist früh gegangen, die ganze Leute, was sie anfallen und so, das treibt ja nicht mehr. Und dass das im Schießen sogar klappt hat, ist gut. Auf Platz 2, nur 12 Sekunden hinter der Siegerin, kam Tamara Steiner ins Ziel. Ja, voll super. Liegen, ein Fehler, man denkt, das ist gut. Jetzt habe ich in der Lüge nur mehr Vollgas gegeben. In third place and winner of the bronze medal representing France. Platz 3 und Gewinner der Bronzemedaille aus Frankreich, Emilie Bull. In second place, winner of the silver medal representing Austria. Platz 2 und Gewinner der Silbermedaille aus Österreich, Tamara Steiner. In first place, winner of the gold medal representing Austria. Platz 1 und Gewinner der Goldmedaille aus Österreich, Anna-Maria Schreder. Die beiden Mädels also überglücklich und auch ÖOC-Generalsekretär Peter Mendl zeigte sich von den gezeigten Leistungen beeindruckt. Ich glaube, dass wir im Biathlon Biathlon-Sportgeschichte für Österreich am Böserberg geschrieben haben. Es ist das erste Mal, dass bei Jugendspielen Biathlon Österreich eine Medaille gemacht hat und das gleich 2 Mädchen. Das bedeutet für mich sehr viel, weil mir Biathlon auch sehr am Herzen liegt und ich hoffe, dass auch das Fieber, Biathlon-Fieber jetzt in Vorarlberg um sich greifen wird, dass wir da auch anständig zulegen werden. Der Biathlon-Sprint der Burschen über 7,5 Kilometer sah einen Sieg aus Russlands. Sergei Demitschew holte sich die Goldmedaille. Auf Platz 3 klassierte sich mit Igor Malinowski, ebenfalls ein Athlet aus Russland, auf dem Podest. Auf Platz 2 schaffte es ein Schwede, Sebastian Samuelsson, verlor auf den Sieger nur 4 Sekunden und gewann somit olympisches Silber. Yeah, it was an amazing day out there and I'm really happy. Yeah. Well, it was really good. It was snowy and a tough race, but it was fun. In third place, and winner of the bronze medal representing the Russian Federation. Platz 3 und Gewinner der Bronzemedaille aus Russland. Igor Malinowski. In second place, winner of the silver medal representing Sweden. Platz 2 und Gewinner der Silbermedaille aus Schweden, Sebastian Samuelsson.
first place, winner of the gold medal representing the Russian Federation. Platz 1 und Gewinner der Goldmedaille aus Russland, Sergei Demidjev. Ortswechsel zum Nordic Sportzentrum Montafon. Das Springen von der Großschanze stand bereits am Vormittag auf dem Programm. Nicht zu schlagen war dabei Niko Kytosianu aus Finnland. Mit 102 und 102,5 Meter distanzierte er seine Konkurrenten klar und kürte sich somit verdient zum olympischen Champion. Yeah, it's game dream come true and I'm really grateful with that. Auf Platz 2 folgten Domen Preuz aus Slowenien vor dem Polen David Jarsabek. In third place and winner of the bronze medal representing Poland. Platz 3 und Gewinner der Bronzemedaille aus Polen, David Jarsabek. Second place, a winner of the silver medal representing Slovenia. Platz 2 und Gewinner der Silbermedaille aus Slowenien, Domen Preuz. In first place, a winner of the gold medal representing Finland. Platz 1 und Gewinner der Goldmedaille aus Finnland, Niko Kytosianu. Gleich 4 Medaillen wurden beim Skispringen der Mädchen vergeben. Hinter Olympiasiegerin Sofia Tikhonova aus Russland holte sich die deutsche Henriette Kraus die Silbermedaille. Ja, schon. Also ich hätte es nicht erwartet, weil ich im Training nicht wirklich so gut war. Und dann aber schon, als ich den ersten Sprung im Wettkampf gemacht habe, dachte ich schon, ja, es wird schon gut werden und ist auch gut gelungen. Auf Platz 3 folgten ex aequo ebenfalls 2 Damen aus Deutschland. Agnes Reisch teilte sich die Bronzemedaille mit Luisa Görlich. Ja, der erste Sprung war nicht so, aber der zweite war dafür dann wieder Bombe und ja, es ist einfach unbeschreiblich. Also ich freue mich riesig, dass ich Dritte geworden bin, hätte es vorher auch nicht erwartet und bin sehr stolz drauf. In third place, a winner of the bronze medal representing Germany. Platz 3 und Gewinnerin der Bronzemedaille aus Deutschland, Agnes Reisch. Third place and winner of the second bronze medal representing Germany. Platz 3 ex aequo und Gewinnerin der Bronzemedaille aus Deutschland, Luisa Görlich. Second place, a
und Winner of the Silver Medal representing Germany. Platz 2 und Gewinnerin der Silbermedaille aus Deutschland, Henriette Kraus. First place and winner of the gold medal representing the Russian Federation. Platz 1 und Gewinnerin der Goldmedaille aus Russland, Sofia Tikhonova. Zum ersten Mal im Einsatz waren auch die österreichischen Eishockeyspieler. Im Aktivpark ging es im Auftaktspiel gegen den Mitfavoriten Russlands. Die heimischen Cracks hielten zu Beginn zwar gut mit, mussten dann aber doch Lehrgeld bezahlen und verloren 0-5. Im ersten Drittel hat man schon gesehen, dass wir Lehrgeld bezahlen müssen. Das Tempo der Russen ist natürlich für uns ungewohnt. Trotzdem haben wir am Anfang sehr gut begonnen, konnten die Russen einige Mal auch ein wenig unter Druck setzen. Aber irgendwann haben sie sich dann durchgesetzt mit den zwei Toren, die nicht ganz notwendig waren. Das war das erste Drittel, mussten wir Lehrgeld bezahlen. Im zweiten Drittel habe ich das so gesehen, dass wir in den ersten 12 Minuten sehr, sehr gut gespielt haben. Wir haben kompakt defensiv gespielt, die Russen hatten weniger Tormöglichkeiten wie noch in der ersten Periode, waren trotzdem aber natürlich überlegen, wie es zu erwarten war. Und dann hatten wir leider diesen Doppelschlag mit dem Penaltyschuss und diesem vierten Tor dort, wo uns ein wenig die Moral gekostet hat. Im letzten Drittel wollten wir unbedingt das Drittel gewinnen, haben wir 0-0 gespielt, haben defensiv klug gespielt. Natürlich hatten die Russen auch hier viele Torchancen, unser Torhüter hat sehr gut gespielt im letzten Drittel. Insgesamt bin ich für unsere Verhältnisse mit der Leistung zufrieden. Wir haben heute viel gelernt und werden das mitnehmen ins morgige Spiel in Finnland. Olympisches Edelmetall gab es für Österreich auch im alpinen Skislalom. Hinter der kroatischen Siegerin Leona Popovic klassierte sich Katharina Gallhuber auf Platz 2 und holte sich somit die Silbermedaille. Es ist ein cooles Gefühl, dieser Wahnsinn. Auf Platz 3 folgte die Schweizerin Aline Daniot, der die Freude über die Medaille ebenfalls im Gesicht stand. Ja, sicher. Also vor allem der erste Lauf war nicht sehr gut und dann habe ich im zweiten Lauf gut gemacht und jetzt, als es die Bronzemedaille gegeben hat, da bin ich sehr glücklich. In third place and winner of the bronze medal representing Switzerland. Platz 3 und Gewinner der Bronzemedaille aus der Schweiz, Aline Daniot. In second place, winner of the silver medal, representing Austria. Platz 2 und Gewinner der Silbermedaille aus Österreich, Katharina Gallhuber. In first place, winner of the gold medal, representing Croatia. Platz 1 und Gewinner der Goldmedaille aus Kroatien, Leona Popovic.
Tag 2 der AOF-Wettkämpfe 2015 ist also ebenfalls Geschichte. Zeit, um mit ÖOC-Generalsekretär Peter Mendl ein kleines Resümee über den bisherigen Verlauf der Jugendwinterspiele zu ziehen. Wir hören rundum von allen Nationen, dass sie mit der Organisation sehr, sehr zufrieden sind, dass nicht nur die sportlichen Wettkämpfe ein hohes Niveau haben, sondern auch die Sportstätten für sie sehr, sehr gut vorbereitet sind und die Organisation super läuft. Das freut mich natürlich als OK-Chef ganz besonders. Jetzt gibt es noch 72 Stunden bis zur Schlussfeier und ich hoffe, wir können diesen Drive, den wir da haben, weiterführen. Man muss auch sagen, dass die ganzen freiwilligen Helfer, oder da möchte ich mich auch bei Ihnen ganz besonders bedanken, auch die Polizei, also es ist so unkompliziert, so hilfsbereit, wirklich toll. Das war es also vom zweiten Wettkampftag hier bei den EOF in Vorarlberg und Liechtenstein. Weitere Highlights gibt es dann morgen wieder.